Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe. Ja, wir hatten ja im letzten Part erfolgreich das Castle erledigt. Und begeben uns nun in die weihnachtliche Schneewelt. Und dazu passt auch das schöne Topic, was ich in der heutigen Stunde mit uns, beziehungsweise einfach anspressen möchte. Nämlich das Schneechaos, was derzeit in Bayern so richtig schön herrscht. Fangen wir aber nur mal an. Eiswürfel, Eisfälle 1. Und schauen, was es so gibt. Also komm, schön, dass ihr hier seid, liebe Leute, zum neuen Part. Ja, wie gesagt, heute ein Thema, möchte ich ein bisschen über das Thema, oh Gott, über das Thema Schnee reden. Ist bei uns in Bayern derzeit tatsächlich ein doch so ein sehr großes Thema. Sogar so krass, dass zum Beispiel in Berchtesgaden und Umgebung so, fuck, so krass viel Schnee liegt, dass da die Schulen zum Teil wirklich seit Weihnachten geschlossen sein mussten. Ich war auch zumindest jetzt mal einen Tag am Freitag nämlich betroffen, hatte das am Freitag am Release-Datum von Super Mario Bros. U keine Schule. War cool, könnte ich das Spiel dann länger spielen und so direkt früher holen. Habe ich da auch gleich gemacht, war ganz nice. Das war dumm. Ja, auf jeden Fall doch durchaus so ein ganz lustig, weil hier geht erst nur von uns Schnee her bei uns und derzeit haut da auch, aber in anderen Berchtesgaden oder hinten, von denen ich nicht kenne, das ist sehr in der Nähe von Alpen. Da ist es schon heftig, wie viel das einfach schneit. Ja, ist nicht so toll für die Anwohner. Und keine Ahnung, hier bei mir beispielsweise sind auch so Flachbauten, so Kaufland oder auch alle Turnhallen gesperrt wegen Einsturzgefahr. Ist ja auch irgendwo. Lustig, dass hier, wenn man groß gewesen wäre, sogar genau das Item gegeben hätte, was ich jetzt ausgewählt habe. Das ist mir ein paar Mal passiert. Ist ja kein Zufall, ey, weil mit den Items hier ist das schon viel einfacher. Das ist wie das Tanuki-Item in den älteren Teilen. Das ist lustig, das Spiel ist ja so eine Mischung aus 3D, aus Mario 3D World und Super Mario Land, so, das ist witzig. So. Auf jeden Fall so einsturzgefährdete Gebäude wie wegen zu viel Schnee, wenn auf Flachdächern drauflegt, wie Turnhallen oder sowas, auch alles gesperrt. Ist heftig. Es gab lange nicht mal so viel Schnee, aber dann erinnert man sich an das Jahr 2004 war das, glaube ich, zurück. Da war es noch sehr klein, aber es kann mich halt so noch so locker dran erinnern. Das war so gefühlt das Jahr des Schnees. Da war so viel, so krass viel Schnee draußen. Das gab es da, glaube ich, lange nicht mehr. Auf jeden Fall auch jetzt, was wieder ans neuen Schnee gebracht hat, dieses Wochenende war auch massiv. Also, nein. Ey, Mario, spring doch hier raus. Natürlich springen wir hier rein. Ist auch normal. Supidupi. Nächster Versuch, damit wir verlegt. Auf jeden Fall ist es erst heftig, wie es schneit. Aber das wird es nächste Woche bessern. So, zumindest bei uns hier in Münzenumgebung schneit es derzeit auch nicht mal mehr so krass viel. Also, da ist. Ey, die Stelle ist heiß ohne Items. Also, da ist jedenfalls Besserung in Sicht. Das ist sehr angenehm. So. Ich werde jetzt irgendein Item nehmen müssen. Digga, ist ganz ehrlich, die mit so einem Stern und rast damit durch die alle Stelle hier unten rum. Yay. Ich glaube, das ist normalerweise ein Flugart-Item gegeben, wenn ich nicht so klein gewesen wäre. Finde ich auch sad. Das ist immer so bei Spiel Kleins, dass man alles so einen Pilz bekommt, weil so Flugitems
kann einen dann ja auch irgendwie vergrößern, sage ich mal so. Schade, dass es sowas hier nicht gibt. Das ist so ein Kritikpunkt tatsächlich, das ich habe an dem Game. Und das ist gar nicht mal so leicht, dass man hier irgendwo nicht runterfällt. Ja, hier hat man einfach dann nur verloren. Wenn man da irgendwo runterfällt, ist es unmöglich, wieder lebendig irgendwo hoch so. Huh. Hattest du irgendwie so ein Leben mehr gehabt oder so, aber Kopf hoch. Ja, du hast das erste Level, es werden auch nicht zurückgesetzt. Generell gilt ja bei Game Over, man wird in der Regel so zurückgesetzt. Kann es jetzt hier in dem Fall nicht geben, weil wir im ersten Level waren. Dementsprechend besser so als nichts. Ja, also dir kommen wir gleich auch noch, also bis zu dem Castle Bubi machen wir es hier heute hoffentlich. Wenn ich weiß, ich dir was ein bisschen konzentriert, dass das hinhaut. So la la do la la. Ist das hier alles auch gar nicht so schwer? Jetzt wollte ich auch einen drauf springen. Wenn ich mir jetzt mal wieder hier rein überlegt, wie man hier eigentlich große Sprünge macht, ist das alles. Mit denen schon machbar. Ja, so ist da die Scheiße. Ich bräuchte auch dieses Flieg-Item hier. Aber ich habe kein Flug-Item mehr hier. Das macht die Sache unschön. Wo geht's denn hier hin? Ach, da kann man zurück, aber. Ich fahr's mal bewusst hier hin. Einfach um mal zu schauen. Danke. Ganz genau, das wollte es. Gut, let's go to Wüste. Jetzt tuckt der Item. Und let's go, weil mit denen ist es wirklich nicht schwer, da irgendwas zu reißen. Kann man überall nicht drüber fliegen. Ich war ja auch ursprünglich so gedacht, dieses Item. Wenn man natürlich das heiße ist, wie es. Dann wird das alles nix. Ba, ba, ba. Also sehr schön hier auf jeden Fall. Ganz hier halt mit eben auch der Snare Chaos. Was es bei uns einfach gibt, ist heftig, um darauf zurückzukommen. Bei uns hatten zum Großteil die Schulen auch nicht offen und so ein Stuff. Also nicht so unterschätzen, was bei uns da derzeit abgeht, alles so. Das hat das mal so, wenn man Items hat, den ich direkt ins Inventar tun kann und das halt auch nicht. Digga, komm, nein. Aufrufen, oh mein Gott. Aufrufen kann so leicht. Digga. Wie hab ich das geschafft? Nein!
dachte das gerade, es hätte komplett verkackt. Also du kamst offensichtlich nur halbart verkackt. Ich werde sogar das hier auch nochmal fehlen irgendwo. Nee, nicht mal. Das ist gerade erst Glück, Alter. Das Herz fragt, nein, ich komme nicht mehr hoch, aber es ist ja bist du Zufall. Was noch mal geben. Du Zufall, einfach noch eine Starcoin eingesammelt. Ja moin, why not? Grab mich doch gerne mit. Ja. Es ist immer so, mein Real Story ist ja Silvers und dann fällt mir gerade irgendeine Breaking News ein oder irgendwas anderes in Game, was ich dann weiter kommentiere und dann höre ich auf, über das zu reden. Was eigentlich reden wollte, es ist auch immer sehr schön. Aber erst dann go erstmal ins nächste Level. Ja, ne, Snake Chaos hier. Welt passt optimal zu dem, was mir draußen gerade abgeht. Ich meine, im Ernst, es ist einfach echt nicht mehr normal. Ja, moin. Bisum. Digga, der fresst da alles, was ihm vor die Fresse läuft. Von der Steuerung her richtig beschissen, dass da alles mitzunehmen ist nahezu unmöglich. Danke, dass wir da groß werden. Ihr braucht das nicht weggesagt, einfach noch so ein Dude. Ja, moin. Nein. Wie unnötig der Trott, dass du fall. Shit hier. Alter, wie gesagt, es reißt nichts hier in diesem 3D-Sub and Run. Ah ja, ja. Toll, ach, jetzt bekomme ich halt einfach nur so einen Pilz, ne? Aber das ist nicht so toll. Ist klar, wieso auch nicht, dass da genau in selben Sekunde rauskommt, obwohl man klein ist und nichts dagegen tun kann. Normal, wer kennt es nicht? Wie gesagt, ich habe vorhin wirklich so die Castle Level mit dem, einen Typi da so spielen. Oh toll. Digga. Nein. Ist halt das heiße Rutzig. Da bleibt mal stehen. Die Rüstung immer noch einen halben Meter weiter. Ist nicht so toll. Das hält es kaum. Ah, nee. Ich mach mir im Spiel keinen Stress. Wenn es irgendwas nervt, dann switzt es rüber, dass mich dann nicht mal nervt. Lel. Allen Rutzplan mit dem Typen hier auch nicht. Was die ganze Sache auch erst angenehmer macht. Thank you.
Okay, das war gerade sehr, sehr knapp. Oh, halt, stopp. Da, die holen wir uns hier. Du musst mir im richtigen Moment auf den Pinguin. Wie sitzt mein Kappa-Initiative jetzt? Du musst mir im richtigen Moment auf den Pinguin draufspringen, der nicht kommt. Wir kommen jetzt, wird einer kommen hier, ne? Ist klar. Ach, scheiß drauf. Warte, sie bist doch einmal. Kommt her. Egal. Komm jetzt her, kommen sie ran. Sie werden gauslässig behandelt wie nebenan. So. Gut, dann machen wir jetzt hier noch das Castle mit dem Mops. Und da, also mit dem ist es erst Kindergarten, das weiß es schon. Und es kommt früher noch später eh Leute in die Kommentare schreiben. Lauch, kannst du gar nichts. Aber in diesem Sub-Land-Spiel bin ich auch mehr oder weniger ein Loop. Das ist einfach so. Das ist Fakt. So, da kommt jetzt ein Pinguin raus. War ja klar. Ja, muss man alle erledigen hier. Ist nicht so das krasse Problem. Hauptsache, die erledigen sich erstmal gegenseitig. Mein Zeit genug ist ja. Gibt es bestimmt irgendwo noch so. Star Coins hätten wir irgendwie hochgemüsst, ne? Propeller-Item, das brauchen wir aber so früher oder später. Das ist nice, dass wir es in den Inventar haben. Heben uns auf für andere Level, wo es wirklich ernsthaft bei Newton sein könnte. Hier, Burg-Level, nehmen wir wieder unseren Mopsy. Und meistern es damit. So, quasi aller Kindergarten-Mod. Ja, hier fallen schon die Eisdinger runter wegen Schnee. Ich glaube, wenn der eins auf einen drauf fällt, kaputt macht, nicht so angenehm vor allem. Der wird da runterfallen. What the fuck? Was hätte man eigentlich tun können, Alter? Let's say nothing. Ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert tatsächlich. Es hat natürlich viel gefährlicher, wenn man nicht dieses keine Gegner oder ähnliches können Hidden Zeugs anhat, ist ja klar. Weil Beispiel gegen so Eisblöcke kann dieses Eis gar nichts tun gegen runterfallende Dinger, so wie diese hier. Was ist jetzt hier? So, ich glaube hier kommt was. Ja, auch nichts Großes runter. Hm. Nur, dass die Gegner zerquetscht werden, zum Teil hier, aber ist auch verdient. So, let's crabble die. Ach ne, die. Ach, okay, so kann ich auch sterben. Gut zu wissen. Gut, also eingequetscht werden sollte es auch nicht. Das bringt selbst mich noch zum Verrecken hier. Also doch nicht 100% Easy Mode, aber quasi 98. Let's say it like this. Ja gut, dann machen wir den ganzen Spaß hier nochmal. Naja, hält sich an Grenzen, würde ich mal sagen. Also es geht um, hier ging jetzt mein Telefon, Alter. Das ist erst nicht.
So. Bin ich wieder. So, come on. Das machen wir es. Ist ja halt nämlich eigentlich echt nicht schwer. Oh komm, was ist denn das hier? So, jetzt hat es ist ja hier erst nicht mehr schön. Ich bin hier dauernd angerufen, dann muss deswegen dies und das. So, jetzt hat mir wieder da. 10 Minuten später. Eieiei. Ich hoffe nur, dass ich da irgendwie das hier rauskarte, sonst habe ich da ein Problem sind. Weil es in 10 Minuten ist, irgendwie durchs Standbild gesehen hättet, mal oder weniger. Das ist ja nicht mal feierlich. So. Nee, das haben wir nicht mehr. Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass man nicht selbst hier Opfer von dem Ding wird. Dann irgendwo hinfällt, wo man nicht hinfallen müsste. Und das ist nämlich echt nicht leicht. Bald kommen ja noch überall hier so viele von den Gegnern hier. It's all not easy, I can tell. So, hier haben wir also einen Boss und das durfte jetzt relativ schnell gehen. So auf dieser Stelle bin ich zuversichtlich, dass das jetzt hier nicht allzu lang dauern wird. Aber mal sehen. So, Kamek macht hier wieder Hex hier. Und die sind alle verhext. So, du bleibst mir was für ein Weg hier. Merci beaucoup für eine Maruno. Ja, nichts gibt's hier. Merci beaucoup für Nummer 2. Und merci beaucoup für Nummer 3. Und das war's. Wie gesagt, diese Boss sind einfach so lässerlich mit dem Dingsanzug. Tja. Ist halt nicht alles, ist unbedingt kompliziert. Was passiert hier? Also hier wird die Lage immer kritischer. Hier brodelt sich immer mehr zusammen. Boah, das sieht jetzt denn heftigst aus hier. Also da muss man uns das Ganze dran halten. Aber hallo. Und das machen wir auch. Denn mit Welt 3.3 ist es glaube ich schon. Geht's im nächsten Part weiter. Herzlichen Dank soweit fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin und ciao!